Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Destroy All Humans. So, bevor ich mit der 11. Mission weitermache, schaue ich mal bei Pox Labor mal einmal rein. Einen Furon mit einem richtig großen Kopf sagt, okay, Zap-O-Matic ist durch, Disintegratorstrahl ist durch, Ionfetzer gibt's noch nichts und Psychokinese ist auch soweit durch. Hier sind die Schlüssel und sei und vorsichtig damit Doppel-Null. Todesstrahl, okay, Schallknall. Möchtest wird du noch erforscht. Upgrade oder lieber so, dann mal schauen. Die 11. Mission spielt immer noch in Santa Modesta, vor Ort der Verdammten. Da würde ich mal sagen, Attacke. Der Erfolg der Sendung hängt von dir ab, Krypto. Du musst diese Sendemasten beschützen. Jeder Mast hat einen Sender. Wenn die Army die Übertragung stoppen will, muss sie zuerst diese Sender zerstören. So, Whitner spricht um 18 Uhr zur Nation. CBS hüllt sich über den Inhalt seiner Rede im Schweigen. Zwei und vier Formation an der Hauptkreuzung. Eins und drei bilden die Flanken. Greif die Infrastruktur an. Ich will, dass diese Sendemasten ausgeschaltet werden. Unterstützung? Die Mission ist einfach. Schaltet den Kommunisten aus, der die Fernsehstation hält. Keine rübenfressenden, wodka-saufenden Trotzkis dürfen die Sender unserer großartigen Nation einnehmen. Nicht solange ich im Dienst bin. Angriff! So, da kämpfe ich direkt gegen das Militär. Guten Tag, John und Jane, Amerika. Vom Norden bis zum Süden, vom Meer bis zum leuchtenden Meer. Bird Wither, live aus einem sicheren SMCDS-Studio an einem geheimen Ort in Amerikas Sonnenscheinhauptstadt, Santa Modesta, mit einer Sonderausgabe. Seit Jahren war Amerika ein Symbol der Hoffnung für die Welt. Gib's ihnen, Krypto! Unser Lebensstil wird angegriffen. Ja, Mastalt, unsere großartige Nation wird von innen heraus vor der Korruption verzehrt. Das Herz der Macht in den Vereinigten Staaten von Amerika ist von Krebs befallen. Die gütige Macht wird von einem üblen Bild gebeugt. Über die heimtückische Natur dieser Erkrankung. Mast 1 ist unter Beschuss. Gib's ihnen, Krypto! Zweite Reihe, bereit machen und Stellung einnehmen. Achtung! Mast 1 ist unter Beschuss. Gib's ihnen, Krypto! Wie im Fieber. Die Polizei missachtet die Bürgerrechte, sperrt unschuldige Menschen grundlos ein und zeigt kriminelles und verfassungswidriges Verhalten. Ich habe hier ein Geheimpapier, das Mast vom Polizeichef Modesta unterschrieben ist und nicht nur diese Tatsache bestätigt, sondern sogar ihre Koordination durch unsere eigene Regierung beweist. Bis jetzt haben viele Amerikaner geglaubt, Mast 2 dass so etwas niemals passieren könnte. Schlage zurück. Hier im Land und der Freiheit. Heftig. Aber es ist geschehen. Weitere Berichte dazu nach der Werbung. Mast 1 ist unter Beschuss. Okay, schätze Mast 1. Gute Nacht, John Boy. Mast 1 ist unter Beschuss. Ja, ja, alles gut. Ich hab ja alles im Griff. Ein Regierungsbüro hinter dem neuen Terror in unseren Straßen? Aber wenn die Politik korrupt ist, wen kann man dann verantwortlich machen? SMCBS hat neues, umfangreiches Videomaterial erhalten. Jetzt kommt halt die Frage, ob ich hier das UFO nehmen soll. Der Feind hält auf Mast 2 zu! Sogar in der Hauptstadt sind hier zu sehen, die sieben unschuldige Bürger in schwarzen Sedans ohne Kennzeichen entführen. Es gibt zwar keine Unterlagen über Gefangennahmen, aber jetzt über 1.100 Personen verschwunden. Und die US-Regierung schweigt dazu, weigert sich zuzugeben, dass diese Entführung
Widerstand gefunden Kannst haben. Du ausschalten? Warum hat unsere Regierung uns verlassen? Bleiben Sie dran. So, noch ein Panzer. Oh, okay, das war nur ein Streiftreffer. Mast 1 ist unter Beschuss. Mit dem Panzer, um den kümmere ich mich gleich. Mast 1 ist unter Beschuss. Und Munition. Jetzt die Masten an! Alle Einheiten! Angriff! Angriff! Bereit machen für den nächsten Angriff! Macht sie nieder! Okay, das Militär hat anscheinend aufgerüstet. Nur noch wenige Momente, bis die Armee unser Gebäude zerstört. Sie kommen mit Panzern und... Mein Gott, Riesenrobotern! Wir werden nicht mehr lange leben, wollen aber trotzdem neue Hoffnung verbreiten. FNCBS! Korrespondenten haben Unglaubliches aufgedeckt. Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es Beweise, dass Außerirdische die Erde besucht haben. Und offensichtlich lautet ihre Botschaft, helft allen Menschen. Leider werden diese intelligenten von Geheimdiensten systematisch ausgelöscht. Fantastisch. Sind diese interstellaren Botschafter unsere letzte Hoffnung für eine Frage? Ah, Mission erfüllt. Können Sie uns helfen, Amerika zu erobern? Möge die Vorsehung es gut mit uns meinen. Ich bin Bert Wither. Auf Wiedersehen. Bert Wither, Prophet oder Marionette, Enthüllungsbericht schnürt die Jagd nach Kommunisten. So, jetzt. Ja. Guck mal. Ob hier noch was ist, aber ich denke mal, hier ist nichts mehr. Wer liebt dich, du Weltraumratte? Aber hier ist ein Panzer. Zack. Der Ionenfetzer kam nicht so weit, okay. Können wir nicht einfach gute Freunde bleiben? Respekt für die Feigling! Wir hätten so einen Aktivitäten in diesem Gebiet. Alle Einheiten in Alarmzustand. So. Ja! Außerirdische! Ich würde sein Gehirn noch haben. Okay, Militär ist da. Ja, glaube ich, ziehe mich doch am besten zurück. Ja, ich ziehe mich am besten zurück. So, neue Mission verfügbar. Otto Pox hat ein neues Upgrade erforscht. Wunderbar. Einmal schnell zum Labor. Möchtest du... Waffen und Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Kluge Entscheidung. Vielleicht wirst du dann nicht mehr so oft von Menschen getötet. Ah, erhöht Munitionskapazität für den Ionenfetzer. Oh, nehme ich mit. Steht. Das Upgrade gehört dir. So, dann habe ich bisher jetzt Ein alles. Untertasten-Upgrade. Bitte sehr. Und Krypto. Das okay. Was sagt denn... Achso, nächstes Mal heißt es Area 42. Was ist mit Krypto 136 geschehen?
So, das würde ich dann nächstes Mal in Angriff nehmen. Ansonsten wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.